So, Lala, nochmal ein Key hier. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, komm, ich mache jetzt einfach noch einen Zwölfer die Woche und gehe jetzt hier solchen Sturz. Das habe ich zwar schon 12, also für eventuelle Score-Sachen bringt mir das jetzt gar nichts. Aber bevor ich jetzt nochmal ewig rummache, die Gruppe schien ganz nett zu sein. Anscheinend kennt mich da auch einer von denen. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, wie das hier läuft. Und dann, dann gucken wir mal. Sind auf jeden Fall alles Deutsche, ne? Also. Gucken wir mal. Wir werden es schon sehen. Jetzt tun wir mal desorientieren. Ich habe halt hier noch nicht so eine optimale Route tatsächlich. Machen wir nochmal Ding an. Mal Wall. Jawohl, sage ich hier. Dingsterbumster. Komm, den nehmen wir kurz mit. Ich bin außer Reichweite. Schauen wir mal, ob ich die alle zusammenkriege. Eigentlich müsste das jetzt hier schon gehen. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, was wir für eine Gruppenaufstellung haben. Gut, wir haben jetzt halt die ganzen Orbs. Die müssen wir halt down kriegen, ne? Aber das scheinen die anderen zu machen. Was haben wir denn eigentlich? Das ging jetzt relativ zügig los. Wir haben eine Eule, wir haben einen Hunter, wir haben einen Heal-Paladin, oder? Das war jetzt irgendwie eingeladen, geportet und los ging's, ne? Ich habe gar keine Gelegenheit gehabt, die Gruppe anzugucken, was wir eigentlich großartig haben, wie, wo, was. Deswegen musste ich da ein bisschen gucken. Oh shit, ich wollte ja... Haben wir den geedit? Oh, den haben wir, glaube ich, geedit. Ja, jetzt nicht... ist natürlich jetzt eher suboptimal. Das ist jetzt eher suboptimal. Ich kann die vielleicht routen. Das ist jetzt eher nicht gut. Die kriegen wir nicht alle. Muss ich jetzt mal zurückziehen. Aber hier, ich weiß nicht, wie haben wir den da hinten geedit? Da kriege ich halt ein paar Breaths ab, aber... Kriegen wir die vielleicht noch weggezogen? Ich glaube nicht. Ich kann nochmal knockbacken. Also beide hätten wir nicht adden dürfen. Ich kann gleich nochmal Mass Entanglement draufschmeißen. Ich laufe jetzt mal ganz hinter. Das war jetzt suboptimal. Die hätten wir nicht beide adden sollen. Ich muss näher ran. Bin mir nicht sicher, ob ich am Anfang mehr mitnehmen will. Also ich habe hier noch nicht so eine optimale Route tatsächlich. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang mehr mitnehmen will von den Adds, weil die eigentlich schon relativ easy sind. Oder ob ich, ich bin außer Reichweite. Gott sei Dank, okay. Den brauchen wir nämlich noch. Dann müsste es relativ genau reichen. Also so habe ich es das letzte Mal gespielt. Da hatten wir dann eine ganz gute Punktezahl. Ach, ja, jetzt brefft er halt nochmal. Ich muss näher ran. Ihr haltet euch für besonders talentiert. Euch werde ich noch Demut beibringen. Also mit den einen beiden, da bin ich jetzt ein bisschen... Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob der geedit war und ich den mit Mondfeuer geedit habe oder ob... Weil der hat schon seinen Cast rausgehauen, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Weil zwei von den großen ist natürlich echt scheiße. Ich kann zwar routen und ich kann zwar knockbacken, ne, aber wenn die von zwei verschiedenen Seiten kommen, die Ads, dann hast du halt gelitten. Also die kriegst du da halt echt schlecht rausgezogen. Jetzt... Ziehen wir einen Ticken vom Rand weg. Wobei, wir haben relativ gut Damage. Vielleicht können wir ihn nutzen, bevor...
bevor großartig was passiert, wisst ihr? Das wäre natürlich optimal. Ich muss halt mit den Prozenten noch ein bisschen gucken, wie ich hinkomme. Eigentlich willst du ja bei jedem Boss immer einen Pride haben, ne? Das habe ich noch nicht so hundertprozentig raus, tatsächlich. Okay, wir haben eine Falle drauf. Und er will hier mit der Frost Nova, ne? Komm, ich hau nochmal einen Mass Entanglement drauf. Nein! Hat es ihn zurückgezogen? Ich glaube, es hat... Es war jetzt unlucky. Der eine hat seinen Vortex hingebaut. Und ich habe zeitgleich mein Dings draufgehauen, ne? Hier die... Wie heißt's? Hier... Typhoon und habe ihn natürlich durch den Vortex gekickt, dann ist er durch den Vortex wieder zurückgekickt worden. Das war jetzt halt ein bisschen unlucky, aber gut, passiert. Passiert. Ich gehe mal lieber unten rum. Tatsächlich. Oh, meine kleine Gruppe, ich habe nämlich keine CDs. Dann können wir die anderen zurückziehen. Es ist zwar jetzt kein Trash-Buff, aber... Fuck it. Ich wall mal, weil ich halt übelst geslowt bin. Das hier hasse ich immer so ein bisschen, ne? Wenn du weggeslowt des Todes wirst und dann aus dem Ding nicht rauskommst. Aus dem... aus diesem Explo-Ding. Da muss man echt ein bisschen gucken. Mal schauen, ich hätte gern für die große Gruppe tatsächlich Inka ready. Wann haben wir den nächsten Pride 14? Boah, das ist so kacke. Ich würde am liebsten shapeshiften, ne? Das Problem ist da so ein bisschen, wenn ich halt shapeshifte, dann verdreschen die mich halt, ne? Also ich muss dann halt in irgendeine andere Gestalt shapeshiften und da kriege ich halt übelst auf den Sack. Deswegen kann ich eigentlich nicht, wenn ich Mili-Mobs tanke. Also ich könnte schon, aber dann müsste ich halt wahrscheinlich damit leben, dass sie mich in der nächsten Hit über die Wupper schicken und das will ich eher vermeiden, tatsächlich. Ja, die kann ich eigentlich reinpullen, das dürfte gehen. Haben wir ein bisschen viele Voids hier. Da mal einen Ticken raus. Haben wir denn den Pride? Der Pride ist jetzt noch ein paar Prozent, ne? Was bringt mir der hier? Der bringt mir 1, irgendwas. Ach, im nächsten Pack spawnt mir halt der Pride, wenn es blöd läuft. Aber ich habe Inka ready. Krass, dieses Pack, ne? Habe ich den Hit abgekriegt? Hm. Ich sollte ein bisschen zurückpullen. Naja, die laufen weg. Das ist jedes Mal die gleiche Scheiße mit den Viechern. Ich bin am überlegen, ob's... Ach, hat der Hund geaddet? Ich glaube, der Hund hat reingeaddet. Jetzt haben wir den Pride halt in 2. Ich hätte sie doch wegmachen sollen. Das letzte Mal habe ich sie weggemacht, die Blubs. Und, dann dachte ich mir jetzt diesmal, ah, komm, wir können den Pride vielleicht, da rein spawnen. Vielleicht kriegen wir es hin, aber das ist jedes Mal die gleiche Scheiße, leider. Ich hätte die Blubs, pullen sollen. Naja, gut, jetzt haben wir noch einen Mob am Start. Ist jetzt nicht so schlimm, tatsächlich. Oh, der Heiler ist tot. Ich kann jetzt halt nicht Battle Redsen. Ein bisschen runter. Ich hätte die Blubs machen sollen. Wunderbar. Noch mehr Versuchsobjekte. Lass die solchen Bohrer frei. Thank you.
Ach, die kann man nicht kicken. Rollolol? Warum konnte ich die nicht wegkicken? Also diese Viecher, ne? Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Weil ich krieg dann den übelsten Slow drauf. Ich krieg sie nicht weggekickt. Also ich glaube, wenn die kurz vorm Explon sind, kriegst du nicht, nicht mehr gekickt. Muss ich einmal raus? Okay, passt. Da kommen sie nochmal. Jetzt habe ich nochmal ein Knockback, ne? Aber ich wollte sie eben knockbacken. Dann waren sie kurz vorm Sterben. Okay, das Rentieren konnte sie noch. Den pullen wir jetzt mal raus. Krieg schon ganz schön auf den Sack. Ich kann hier das Ding noch runternehmen. So, okay. Die pull ich jetzt mal hinter. Alter, wenn der Mage da so ordentlich reinbrezelt, dann wird's schon teilweise knäpplich. Mage hat halt echt guten Burst, ne? So, jetzt muss ich mal schauen. Die kriege ich auch noch rausgepult. Wer wagt es, in mein Labor einzudringen? Wenn ich euch finde, werde ich euch gern meine Forschung demonstrieren. Müssen wir da rauspullen, aber ich habe keinen Kick mehr. Jetzt bin ich blöderweise genau falsch reingejumpt hier. Naja, jetzt haben wir ihn. Ich müsste mir eigentlich mal für alle Instanzen eine optimale Route zusammenlegen. Ich bin mir aber bei manchen Inis tatsächlich noch nicht ganz sicher, inwieweit welche Mobs einfacher, welche Mobs schwerer sind. Da muss man halt ein bisschen schauen. Und ja... Eigentlich sind die Mobs am Anfang der Instanz relativ easy. Deswegen könnte man da eigentlich mehr machen. Ich muss näher ran. Na komm her. Okay, also hier Treppe müsste passen, soweit kommt er eigentlich nicht hoch. Jetzt haben wir... Achso, hier... Ja, ich glaube, ich habe gar nicht schlecht gepullt. Pride ist... Aber das war jetzt eher zufällig, tatsächlich. Eher Zufall, tatsächlich, dass das jetzt einigermaßen gut passt. Das war jetzt gar nicht geplant. Also, dann muss ich die Blubs sowieso mitnehmen, ne? Also, da, wo ich gelaufen bin, dann das nächste Mal mache ich die Blubs vorher, spawn den anderen Pride in die große Gruppe und mach dann das. Ich glaube, so habe ich das letzte Mal auch gespielt. Ne? Diesmal dachte ich mir, ah, vielleicht kann ich was skippen, vielleicht können wir ein bisschen was auslassen, dass ich am Ende gucken kann, wie ich den... Ah, fuck, jetzt bin ich da natürlich rübergelaufen. Dachte, dass das vielleicht bei der Treppe nicht, dass das irgendwie drüber geht, aber nee. Also die Treppe, die trifft dich trotzdem. Blöd, jetzt muss ich schauen, wie stehe ich. Ja, müsste eigentlich passen, das geht dahinter. Also ich kann also am Anfang fast alles stehen lassen, die zwei Mobs dann hochpullen nach dem ersten Boss. Und dann eigentlich links runtergehen und tut die komplett die eigentlich ran. Also ein paar Sekunden auf HT, ne? Ist halt echt ein bisschen blöd. Ich weiß jetzt nicht, ob die es hier ziehen wollen oder... Hier gibt's ja das Achievement, wo du... Ach, okay, nee, den Lila, den muss ich wegziehen. Bisschen wegziehen. Am besten auch vom Boss wegziehen, habe ich gelernt. Aber das geht halt nicht immer, ne? Ah, jetzt kommt er wieder zu mir. Der Lilane macht halt, dass der Boss weniger Schaden kriegt, beziehungsweise alle weniger Schaden kriegt. Aber jetzt müssen wir fast machen.
Du kannst ihn theoretisch außen auch wegziehen, ne? Das habe ich auch schon gesehen. Da darf da halt nichts drauf sein. Aber das Problem ist, wenn der halt spawnt und ich gerade am Hauen spam bin, das bleibt halt ewig drauf, ne? Und ich hab gemerkt, was ich auch nicht machen darf. Ich darf nicht, da ist er wieder. Ziehen wir ihn wieder ein bisschen nach außen, den Kollegen. Ich hätte ja theoretisch auch einen Root, ne? Jetzt haben sie ihn da gestunt. Ich kann ihn dann gleich nochmal ein bisschen wegkicken. Na ja, gut, ich glaube, wir müssen ihn töten. Ich hatte eine Gruppe, die haben versucht, ihn komplett wegzuziehen, ne, und ihn gar nicht zu spielen. Aber da brauchst du halt ziemlich viel Kontrolle. Da darf halt keiner irgendwas draufhauen und dann musst du halt so gucken mit Roots oder anderen Geschichten, ne? Aber so ging es jetzt auch ganz gut. Was ich aber hier nicht machen darf, was ich am Anfang auch nicht wusste, du darfst vom Boss als Tank nicht so weit weggehen, wenn du nicht immer auf die andere Plattform folgst. Ihr wollt den Blub mal noch töten, dann hast du ein bisschen das Problem, dass er ausrastet und das ist nicht gut. Also dann geht's ganz schön bergab. Dann geht's bergab. Das wollen wir natürlich nicht. So. Jetzt muss ich mal schauen, wann kommt der nächste Pride? Ja, das dauert noch ein bisschen. Wir sind bei 17. Also das letzte Mal. Jetzt muss ich vielleicht eher gucken, dass wir hier mal eventuell. Ich muss wallen. Ich desorientiere mal. Fläche. Irgendwas ist hier noch. Auf dem Magier. Ich muss den Großen die Dinge runternehmen. Oh, na ja, gut. Ach, ich bin so weit rüber. Ach, fuck it. Da ist noch eine Tentakel. Bin zu weit drüben gehüpft. Das war jetzt nicht gut. Ich wusste nicht, dass hier was in der Pfütze ist. Ich wollte nicht in die Mobs reinhüpfen. Okay, jetzt muss ich rausgehen. Okay, also darf ich nicht so weit rüber hüpfen. Das ist nix. Aber hier brauchen wir eh ein bisschen mehr Trash. Vielleicht können wir uns jetzt einen Pack sparen. Eventuell. Ich korrigiere seinen Fehler. Alle werden lang. Das rentiert ihn mal. Kann ich dann inkern? Ah, shit, jetzt habe ich keinen. Hab nur noch einen Knockback. Das sind halt arschviele von den Dingern, ne? Wie brauchen wir denn noch? 9%, ja. Also, das drüben müssen wir sowieso wegräumen, ne? Da bleibt nichts über. Ich muss immer auch von den Schleimen meine Necrolord-Fähigkeit mit reinhauen. Das vergesse ich öfter. Weil das bringt tatsächlich der ganzen Gruppe einen Buff, ne? Das ist gar nicht so schlecht, wenn ich auf so einem Schleim die Fähigkeit drauf use. Unten gibt es nämlich dann auch nochmal einen kurz vorm Boss. Letztens haben wir den extra gemacht, ne? Konnte man nochmal die Fähigkeit durchhauen? Okay, Stolz kommt in 0,2. Ah, dann reicht das eigentlich. Also ich könnte jetzt sagen, ich habe das Tentakel da oben absichtlich gepult. Das war aber definitiv nicht der Fall. Das letzte Mal musste ich hier hinten die noch mitmachen. Schauen wir mal, das müsste reichen, oder? 1,3 und wir haben ja noch eine Elite hier drin. Ja, das müsste eigentlich reichen. Okay, jetzt ziehen wir nochmal ein CD. Das war das Handauflegen. Ja, da ist der Pride, okay. Euch werde ich noch Demut beibringen. HT haben wir jetzt auch wieder, aber ich weiß nicht, ob man... Obwohl, wahrscheinlich ist es sogar fast besser, dass man für den Boss used, weil für den Endboss, du hast so viele Downtimes. Ich weiß nicht, ob sich da HT so lohnt, tatsächlich. Also wir haben ja letztens das Achievement da gemacht. Jetzt gehe ich mal, obwohl, so ein bisschen rüber. Ja, okay.
letztens das Achievement dort gemacht. Und da warst du eigentlich immer, und da musst du auch richtig raus damagen. Na gut, das Achievement ist plus 0. Kommt es noch? Ne, es kommt nicht mehr. Ich bin außer Reichweite. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Ah ja, genau, sie ziehen hier HT, das dachte ich mir schon fast. Jetzt habe ich leider nichts ready. Um ordentlich durchzuziehen, keine Inka oder irgendwas, aber das muss jetzt so auch gehen. Mal die Heilung noch. Ist halt die Frage, müssen wir suchen? Ja, wir müssen wahrscheinlich suchen, hilft halt nichts. Also wir haben zwar relativ viel Schaden, aber ich wall jetzt mal. Ich hab's jetzt lieber mal gemacht, ne? Also wir hätten vielleicht ihn auch durchdrücken können, ich weiß es nicht. Okay, ich krieg grad richtig rein, ich muss... Wohl, naja, ich spar mir die Inka, komm. Die sparen wir für unten. Brauchst jetzt hier nicht unbedingt. Single Target bringt Inka eh nicht sonderlich viel. Tatsächlich. Jetzt können wir es eigentlich. Also die können wir eigentlich, denke ich mal, ignorieren. Oder? Eine gute Idee? Wahrscheinlich nicht. Okay, die haben es jetzt doch rausgeholt. Naja, vielleicht hätte ich sie doch rausziehen sollen. Jetzt ist der Hunter gerippt. Vielleicht hätte ich ihn doch nochmal durchziehen sollen. War so 30%. Dachte mir, ja, vielleicht können wir durchballern. Müssen wir mal gucken, ob wir den Blub noch brauchen. Wie viel haben wir denn? 17%. Wir können den Blub noch mitnehmen. Gibt es noch einen Buff? Haben wir noch einen kleinen Buff? Ich glaube, das letzte Mal haben wir den auf jeden Fall gebraucht, den Blub. Ich weiß jetzt nicht, ob wir overcappen. Ich weiß leider die Prozente nicht alle auswendig, ne? In jeder Instanz hast du am Ende einen anderen Prozent, den du dann noch mitnehmen musst. So, hier kriegst du nämlich einen Buff auch für die ganze Gruppe. Ich sollte es eigentlich am Anfang auch mal mitnehmen, aber ich vergesse es tatsächlich ständig. Bei Gammler da. Ich bin außer Reichweite. Hier muss ich echt ein bisschen aufpassen, ne? Wenn die zum Leben erweckt werden, dann hauen die richtig Damage raus, die kleinen Viecher. Wenn ich da rankomme und die tanken muss, dann leide ich erstmal ein bisschen. Also die kann ich nicht wirklich tanken tatsächlich. Oder die sollte ich nicht wirklich tanken. Ich muss näher ran. Die sind halt ewig langsam, ne? Also. Okay, einen hab ich an der Hacke. Das ist auch beim Bosskampf so, ne? Wenn die dich erwischen, die sind halt richtig slow. Aber wenn sie dich hitten, auch als Tank, kriegst du richtig auf den Latz. Du musst halt echt aufpassen, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Paranoia habe, aber... Also... Die machen mich halt schon rund. Jetzt hoffe ich mal, dass das passt von den Prozenten her. Back haben wir zu wenig. Das war doch nicht genug. Scheiße. Ich hatte das letzte Mal doch ein Pack mehr mitgenommen. Hier, der bringt 1%. Und die beiden. Ja, das muss ich rausschneiden. Die können wir eigentlich mitziehen. Rauen wir einmal rein. Ich hab mich vertan. Ich muss näher ran.
Bitte. Ich brauche ein Ziel. Dachte, das reicht. Wo ist der andere jetzt hin? Sagen wir nicht, dass der resettet ist, ne. Oh, super, der will nicht mitkommen. Ich will den Pride halt hier unten spawnen. Na gut, jetzt haben wir den Pride hier. Jetzt halt, also wir haben jetzt zwar kein HT für einen Endboss, aber das ist scheißegal. So, auf geht's. Ich kann nochmal runnen. Ich könnte zwar jetzt hier auch ein Ding holen. Okay, sind wir soweit ready? Muss ich halt schauen, der Boss könnte halt... Also ich darf mich halt hier auf keinen Fall von den kleinen Viechern treffen lassen. Okay, jetzt ist der Kollege da. Ich hab das am Anfang, habe ich das nicht geblickt, dass ich da drin stehen muss, ne? Und das Soaken. Und da hat die Gruppe natürlich richtig auf den Sack gekriegt. Ah, jetzt ist so ein Typ da genau neben mir. Das ist natürlich blöd. Soll ich ein bisschen aufpassen? Ich brauche ein Ziel. Das Movement-Ding hier ist jetzt nicht sonderlich krass. Im Grunde, ich muss halt ein bisschen schauen, was der Boss... Ja, der Boss hittet jetzt schon ganz gut rein, ne? Wenn ich jetzt dann noch so einen großen hab, der mich versohlt. Oh ja, da merke ich schon. Wenn wir jetzt dann gleich den Hit haben. Ja, der Hit macht schon ein bisschen Damage, ne? Also das merkt man schon. Vielleicht doch mal noch einen CD dann ziehen beim nächsten. Eventuell. Oh, fuck it. Ich habe gerade hier meinen, dieses Trinket. Komm, ich wall jetzt mal. Also ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht, aber wir haben noch zwei Walls und eine habe ich immer ganz gern über für so, oh shit. Halt nochmal so einen Kollegen. Okay. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht... Jetzt habe ich mein zweiter rausgehaut, weil ich doch ein bisschen low gedroppt bin. Ich hoffe, das bereue ich jetzt nicht. Komm, ich ziehe jetzt mal meine Fleischformung. Wahrscheinlich habe ich die Fleischformung jetzt gleich wieder durchgehauen. Ja gut, ich glaube die Fleischformung, die war jetzt bisschen für die Katz tatsächlich. Die war ein bisschen für den Katz. Was haben wir denn jetzt noch? Wir haben noch zweimal. Nein, ich habe den Kackmob da. Fuck, jetzt laufe ich da voll rein. Fuck it. Weil ich den einen retzen wollte. Jetzt habe ich... Das war jetzt nicht gut. Ich hätte nicht retzen sollen. Das war bitter. Da wollte ich retzen. Und dann... Das war jetzt richtig bitter. Ich dachte mir, ich krieg den Retzner durch, ne? Und dann hätte ich andersrum laufen müssen. Dann war der Hit schon zu weit durch. Aber was hat die anderen eigentlich alle gekillt?
Mit Inji. Naja. Wir hätten es vielleicht noch hinkriegen können mit Dings. Ja, dann machen wir jetzt halt ohne Pride. Meine letzte Arbeit. Mein Stolz. Oh, meine Verdammnis. Ihr könnt diesem Schicksal nicht entgehen. Hütet euch. Mein Haus trieft vor Seuche. Dachte mir, ich krieg den Retz halt schnell durch, ne? Und dann war ich, dann ist schon die Dings gekommen und ich dachte, ich kann halt einfach vielleicht einmal schnell durchlaufen, aber das war eine dumme Idee, ich hätte andersrum laufen müssen. Der muss jetzt sterben, ne? Sonst haben wir ein Problem. Ich muss näher ran. Das ist zu weit entfernt. Ist halt ein bisschen schade, ne? Das wäre vielleicht sogar noch drin gewesen. Mit dem Trinket, ich muss so aufpassen, ich sag's euch. Weil das charge halt eigentlich den nächsten Gegner an, der in die Nähe kommt, ne? Von meiner Range. Und wenn dann einer irgendwie blöd reinläuft, kann es halt sein, dass ich auch total in die Kacke charge damit. Deswegen muss man echt mal ein bisschen gucken. Muss ich mir echt schauen, dass die mich nicht hitten, ne? Weil sonst kriege ich halt immer richtig von Latz. Mein Haus trieft vor Seuche. Hütet euch. Da habe ich halt auf beiden Seiten einen, den ich geaggrot habe. Muss ich da rausgehen. Okay, haben wir das nur in Time geschafft. Es hätte halt Double sein können, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob die wegen irgendwas von mir gestorben sind. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ah, schau mal, die Instanz habe ich gebraucht für ein Dingsterbumster hier für die Quest. Das ist doch gut. Aber leider gab es wieder kein Item. Aber so war es ein schöner Run. Ich habe wieder ein paar Sachen, glaube ich, mitnehmen können, die ich vielleicht anders spiele beim nächsten Run, wie ich den Trash pull und so. Und das ist immer ganz, ganz wichtig mir auch, dass ich da immer gucken kann, okay, wo kann ich was verbessern. Ich denke mal, ich muss oben dann nochmal ein Pack mehr machen. Dann müsste ich eigentlich ganz gut hinkommen mit den Ads. Das war jetzt kacke, dass wir die ganzen Blubs noch gebraucht haben. Das war eigentlich unnötig. Ja gut, das war's dann erstmal für den Run.